の男。Was geht ab? Mein Name ist Kedro Akan. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Informationsvideo. Ziemlich krasse Neuigkeiten. Denn wir wissen eine Sache. Detektiv Conan ist allseits beliebt, aber es gibt hier definitiv einen Mangel an Spielen. Wir haben kein krasses PC-Spiel, wir haben kein PlayStation-Spiel, wir haben kein Xbox-Spiel, wir haben kein krasses Nintendo DS-Spiel, Nintendo Switch-Spiel, wir haben fast gar nichts. Zumindest, wenn wir uns das Ganze in Europa angucken. Und knapp vor einem Jahr ist dann mal so ein Spiel rausgekommen, nämlich Detective Conan Runner Race to the Truth. Das ist ziemlich nice gewesen, zumindest am Anfang. Ist halt ein typisches Jump-and-Run-Spiel. Und vor einiger Zeit hat mich Bruno angeschrieben auf Instagram. Grüße gehen raus. Und er hat mir etwas Interessantes gezeigt, was ich dann auch recherchiert habe. Und zwar wird dieses Spiel eingestellt. Der Support für dieses Spiel wird eingestellt und dieses Spiel wird bald aus allen App-Stores entfernt. Man kann zum Beispiel jetzt auch gar keine Ingame-Käufe mehr tätigen. Ich werde euch auf jeden Fall die ein oder andere Website dazu verlinken. Das Ganze wird offiziell am 30. Oktober eingestellt. Also falls wer noch dieses Spiel spielen möchte, hat noch Zeit bis zum 30. Oktober. Wie gesagt, Ingame-Käufe kann man nicht mehr tätigen. Dort wird es dann aus jedem Play Store verbannt. Ja. Warum ist das so? Wir haben hier keine genaue Mitteilung. Ja, es wird sich hier bloß bedankt. Wahrscheinlich, das ist meistens der Grund, hat es sich einfach nicht rentiert, ja, also finanziell gesehen haben sich hier die Leute jetzt nicht über Bord geworfen, haben jetzt nicht ihr ganzes Taschengeld investiert, ich denke einfach mal, dass zu wenig Andrang ist. Im Endeffekt müssen wir das Ganze natürlich runterbrechen, es war ein Versuch, ein Handyspiel rauszubringen, ein Jump'n'Run, aber im Endeffekt war es halt doch ziemlich, ja, ich sag mal eintönig, gut angedacht, meiner Meinung nach nicht perfekt umgesetzt. Wir haben dazu einige Videos gemacht, wir haben das auch im Livestream ab und zu mal gespielt, aber wie gesagt, damit ist jetzt Schluss. Und das ist auf jeden Fall ein herber Schlag, denn wenn wir uns einfach mal das Ganze angucken, wenn man jetzt so ein Spiel produzieren möchte für den europäischen Raum oder halt generell, das Spiel wurde ja auch in Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, Schweiz, Saudi-Arabien, Frankreich, Indonesien, Philippinen, Ägypten, Brasilien, Spanien, überall wurde es veröffentlicht. Und wenn so ein Handygame ja nicht den Anklang findet, dann sollte man sich zweimal überlegen, woran lag es. Ist Detective Conan vielleicht einfach nicht populär genug, um ein Spiel zu machen, welches sich erfolgreich verkaufen lässt? Oder ist einfach dieses angedachte Prinzip eines Jump'n'Runs einfach zum Scheitern verurteilt und einfach nicht gut umsetzbar mit Detective Conan? Meiner Meinung nach sollte es in die Richtung gehen, wie damals auf der Nintendo Wii, diese Mikropolis oder so, Ermittlungen, wie auch immer, das ist ein Spiel, weil welches ich auch mal gespielt habe, du hattest dieses Detective Conan Setting und du musstest halt wie so ein Detektiv Fälle lösen, ja. Ich denke mal, das wäre ein Setting, welches man einfach gut umsetzen kann, wo, ich sag mal, diese Produktionskosten, so ein Spiel wirklich letztendlich herzustellen und zu vermarkten, auch nicht exorbitant hoch sind, ja. Einfach ein Detektivspiel, wo man Rätsel lösen muss. Wo man Rätsel lösen muss, wo man Hinweise kriegt, dann Schlussfolgern muss, Dialoge auswählen kann und so weiter und so fort. Sowas ist ja in Japan und Korea eh beliebt. Warum also nicht nochmal den Versuch starten? Wie gesagt, in Japan gibt es einige Detektiv-Conan-Spiele, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich sag mal, fernab, generell von Asien gesehen, gibt es sehr, sehr wenig Spiele. Was haltet ihr davon? Habt ihr Detective Conan Runner gespielt? Schreibt es mir in den Kommentarbereich, würde mich wahnsinnig drüber freuen. Findet ihr es traurig? Findet ihr es schlecht? Was fandet ihr in dem Spiel gut? Was fandet ihr schlecht? Verbesserungsvorschläge, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr euch ein Detective Conan Spiel wünschen würdet? Schreibt es mir in den Kommentarbereich, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.